So, herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Patentrecht. Wenn Sie heute auf die Seite gucken, dann stellen Sie fest, das Skript ist online, die ersten 100 Seiten, die Sie lesen können oder auch nicht. Da steht dasselbe drin, was wir heute machen oder bisher gemacht haben. Bisher haben wir uns mit der spannenden Frage beschäftigen können, wofür gibt es überhaupt Patente? Wir haben also gemacht die Kriterien der Patenterteilung. Nämlich, wenn Sie in § 1 Absatz 1 gucken, was brauche ich für ein Patent? Das ist nicht so schwierig. Ja, 1 Absatz 1 Patentgesetz, nicht BGB. Ja. Was brauche ich dafür? Das ist keine Fangfrage. Hier eine Erfindung auf einem Gebiet der Technik, die Neues auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblichen Anwendungsbereichen. Genau. Also wir brauchen zuerst eine Erfindung. Diese muss zweitens neu sein. Drittens muss sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Und viertens muss sie gewerblich anwendbar sein. Außerdem haben wir noch als fünfte Voraussetzung, wenn Sie mal einen Paragraphen weiter gucken, was gibt es noch für eine Ausnahme, die da nicht bei ist? Die Ordnung. Ja, wir haben noch die Ordre Publique-Ausnahme. Es muss sozusagen mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten vereinbar sein. Wenn alle fünf Voraussetzungen erfüllt sind, haben Sie einen Anspruch auf ein Patent. Wir haben näher besprochen, was brauchen wir für eine Erfindung. Da müssen Sie ungefähr wissen, was brauchen wir dafür. Wovon grenzen wir Erfindungen ab? Das ist relativ einfach. Wenn Sie sozusagen die Negativdefinition sehen, in § 1 Absatz 2. § 1 Absatz 3 Patentgesetz. Dann sehen Sie halt, für bestimmte Sachen gibt es keine Patente, das sind keine Erfindungen. Aber was ist denn positiv gewendet, so die Voraussetzung einer Erfindung nach der Definition der Rechtsprechung? So ein bisschen wie im Handelsrecht, wo man auch Gewerbe definieren muss, so muss man hier halt Erfindung definieren. Ja, das ist keine spannende Frage. Ja. Nach dem bisher Gesagten war es ja die Lösung einer Aufgabe durch die Anweisung oder Naturkräfteeinsatz, um ein technisches Ergebnis zu erzielen. Ja, also wir brauchen zunächst mal eine Anweisung. Es muss sozusagen eine konkrete Aktivität sein. Damit grenzen wir ab von der Entdeckung. Entdeckung in § 1 Absatz 3 Nummer 1 genannt. Was ist eine Entdeckung in Abgrenzung zu einer Erfindung? Also es scheitert daran, dass es keine Anweisung ist, sage ich Ihnen gleich. Aber warum ist das keine Anweisung? Warum ist eine Entdeckung keine Anweisung? Weil es zufällig erfolgt, oder? Nicht irgendwas zufällig erfolgt, sondern was ist eine Entdeckung? Was stellen Sie sich darunter vor? Was kann man so alles entdecken? Das ist sogar allgemeiner Sprachgebrauch. Was meinen Sie da? Sachen, die schon vorhanden sind? Sachen, die schon vorhanden sind. Das Entdecken heißt einfach nur auffinden, sehen, gucken, entdecken, erfinden. Also erfinden heißt, Sie müssen eine Anweisung haben, es geht um ein Tun, mache das, um das und das Ergebnis zu erreichen. Entdecken heißt einfach nur, schau mal, wie schön. Ja? Also entdecken heißt einfach nur, so sieht es aus, so hört es sich an, so schmeckt es. Erfinden heißt, mache das, um das Ergebnis zu erreichen. So, die zweite Voraussetzung ist, wir brauchen ein planmäßiges Handeln. Es muss also einen Plan geben. Und da habe ich Ihnen gesagt, es unterfällt in zwei Kriterien. Einerseits die Ausführbarkeit und andererseits die Wiederholbarkeit. Was meint denn wohl Ausführbarkeit? Ohne jetzt hier große Kenntnisse im Patentrecht zu haben, was meinen Sie, wann ist ein Plan ausführbar?
So ein bisschen wie so bei A-Team. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wann ist ein Plan ausführbar? Ja, wenn ein durchschnittlicher Fachmann nach gegebenen Anweisungen eben das erreichen kann. Ja, wenn der durchschnittliche Fachmann ohne Zuhilfenahme weiterer Informationen das einfach so umsetzen kann. Also das ist nicht schwierig, einfach nur Plan befolgen. Wann ist denn ein Plan wiederholbar? Ja, wenn man ihn immer wieder nach dieser Anweisung ausführen kann und die Fehlerrate gegen Null korrigiert. Ja, also wenn sozusagen das Ergebnis bei Befolgung des Plans immer das gleiche ist, das heißt die Fehlerrate gegen Null läuft. Das heißt, man kann diesen Plan immer wieder machen und am Ende kommt schon das Richtige raus. So, damit haben wir schon mal eine Anweisung. Und wir haben eine Lehre zum planmäßigen Handeln. Jetzt kommt das mit dem Einsatz von Naturkräften, das, was die Technizität ausmacht. Was meint denn wohl Einsatz von Naturkräften? Welche Naturkräfte kennen wir denn so? Und wovon soll das abgrenzen? Wo werden keine Naturkräfte eingesetzt, obwohl möglicherweise eine Anweisung vorliegt? Und ein planmäßiges Handeln, was sozusagen ausführbar ist und wiederholbar ist. Denn ihr müsst überlegen, jedes Merkmal soll ja irgendwas ausgrenzen, negativ. Und wenn Sie den Katalog des 1 Absatz 30 angucken, wo fehlt es da im Einsatz von Naturkräften? Ja. Ja, der menschliche Geist ist an solcher keine Naturkraft. Wenn das Sachen sind, die alleine in ihrem Kopf ablaufen, zum Beispiel, wie löse ich eine lineare Gleichung, lernt man in der Schule. Ja, Sie kennen das mit Additionsmethode und Gleichsetzungsmethode und Subtraktionsmethode, keine Ahnung, wie die alle heißen. Sie kennen das alles aus der Schule. Das ist aber eine Anweisung, da ist keine Naturkraft involviert, sondern es geht allein im Kopf. Also was allein im menschlichen Kopf geht, geht nicht. Meditationstechniken. Um sich zu beruhigen, atmet man tief mit der Nase ein, zählt bis 10 und atmet aus dem Mund aus. Das ist eine Anweisung an den menschlichen Geist, aber es gibt keine Naturkraft, die involviert ist. Sondern es ist einfach nur der Mensch selber, der dieses Verhalten steuert. Das ist ausgenommen. Ansonsten gehen alle Naturkräfte, das heißt Magnetismus, Schwerkraft, Spannung, Elektrizität, Sie kennen das, Sachen, die sich ausdehnen, wenn sie erwärmen, Sachen, die zusammenschrumpfen, wenn sie erhitzen, erkühlen, all das ist Naturkraft. Ja? Ja, und dann zum Erreichen eines Erfolges muss der Erfolg notwendig ein technischer Erfolg sein. Muss der Erfolg irgendwie technisch sich äußern, dass am Ende was Technisches rauskommt. Wir haben dazu auch ein Beispiel gehabt, wo das evident wurde, was man also erwartet beim Erfolg. Also der Erfolg muss nicht technisch sein, das heißt, wenn das mitteltechnisch ist, aber ich erinnere mich an das Beispiel. Ja, ich habe Ihnen ein Patent gezeigt auf einer Folie. Da habe ich relativ lange erklärt, was denn der Witz dieses Patentes ist. Ich glaube, die Suppe. Die Suppe. Warum ist die Suppe kein technischer Erfolg? Was ist denn der Erfolg der Suppe? Ja, das war ja so, dass das geprüft wurde und festgestellt wurde, dass da kein Unterschied dazu besteht, ob man es im Ganzen püriert oder schon klein geschnitten wird. Ja, also der Trick war, man sagt, normalerweise schneiden Sie die Sachen klein, bevor Sie die in die Suppe rein tun. Also Sie schneiden erst die Zwiebeln klein und dann, was ich, die Speckwürfel, dann machen Sie alles schön klein und tun das in die Suppe. Und dann wird die Suppe gekocht, dann ist sie fertig. Und der Trick bei diesem Patent war, Sie packen alles unzerschnitten in die Suppe rein, nehmen dann den Pürierstab und machen dann grrrt, und haben dann einen anderen Geschmack, so die Theorie. In Wirklichkeit schmeckt es natürlich genauso, aber das war die Idee. Und da war der Kniff, dass man sagte, naja, das Verfahren ist ja schon ein technisches. Dass hier sozusagen Sachen gekocht werden, das ist Einsatz von Naturkräften, dass Sachen püriert werden, das ist auch Einsatz von Naturkräften. Der Erfolg, der rauskommen soll, ist aber kein technischer, sondern ein menschlicher. Er soll sozusagen den menschlichen Geschmack ansprechen. Dass der menschliche Geschmackssinn sagt, oh, das ist aber lecker. Wir haben aber gesehen, hier hat das Gericht gesagt, naja, der Erfolg ist aber sozusagen nicht neu, sondern es ist einfach das, was es immer schon gibt, weil der menschliche Geschmackssinn gar keinen Unterschied.
Es kommt das Gleiche raus wie beim anderen Verfahren, deshalb ist das Patent sozusagen wertlos. Aber es ist nicht daran gescheitert, dass es kein technischer Erfolg ist, sondern es reicht auch der Geschmackssinn. Wenn Sie es also schaffen, mit irgendwelchen Tricks eine besonders schöne rote Farbe zu machen, ist das unproblematisch schutzfähig, auch wenn das nur auf der menschlichen Wahrnehmung beruht. So, dann haben wir als nächstes in der Vorlesung gesprochen, nachdem wir diese Patent, die Voraussetzung der Erfindung gesprochen haben, die Voraussetzung der Neuheit. Neuheit, gucken Sie, wo im Gesetz, wo finden Sie die Regelung dazu? Ja? Paragraph 3 Absatz 1. Ja, Paragraph 3 Absatz 1. Und da haben Sie Satz 1, der sagt relativ trivial, neu ist, was nicht zum Stand der Technik gehört. Und Satz 2, der Ihnen sagt, was der Stand der Technik ist. Und ich habe relativ lange darüber geredet, was alles zum Stand der Technik gehört. Sie erinnern sich ganz düster. Was gehört alles zum Stand der Technik? Das steht ja im Gesetz erstmal andeutungsweise drin. Da kann man erstmal reingucken. Was gehört da alles so zu? Eigentlich alles, solange man kurzzeitig darauf zugreifen konnte, was für den Fachmann relevant ist. Genau. Alle Sachen, die ein Fachmann sozusagen wissen kann oder in Erfahrung bringen kann, und das ist heutzutage dank Internet so gut wie alles, egal ob es schriftlich, mündlich oder auch nur durch Anschauen erkennbar ist, also mit einer Sache vorgeführt hat, all das ist sozusagen erfasst. Wir haben auch gesehen, ich kann Sachen aus dem Stand der Technik raushalten, nämlich wie verhindere ich, dass eine Sache, die ich mache, zum Stand der Technik gehört. Was muss ich tun? Indem ich sie nicht veröffentliche. Gut, das ist natürlich der einfache Fall. Aber jetzt habe ich mein Unternehmen mit 100 Angestellten. Was müsste ich tun, um sicherzustellen, dass nicht doch irgendwie das nach draußen gerät? Geheimhaltungsvereinbarungen? Ja, ich muss Geheimhaltungsvereinbarungen schließen. Ich muss alle mir zumutbaren Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass jemand davon erfährt. Sobald auch nur irgendjemand das nach außen trägt, und sei es der Marketingmann, der ganz stolz sagt, wir haben schon das und das gemacht, in dem Moment wird es öffentlich. Sobald es an irgendeine Person weitergegeben wird, die möglicherweise weiterzählt, ist es öffentlich und dann habe ich Pech gehabt. Dann haben wir gesehen, es sind aber nicht nur öffentliche Sachen zu berücksichtigen bei der Neuheit, sondern wenn wir den Paragraphen 3 weiterlesen, gibt es auch Sachen, die nicht zum echten Stand der Technik gehören, aber trotzdem zu berücksichtigen sind, nämlich was ist nicht öffentlich, aber trotzdem zu berücksichtigen? Ja, noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen, die aber vor dieser Patentanmeldung erfolgt sind. Das heißt, es gibt eine Fiktion, das wird getan, das sei nicht schon öffentlich, obwohl die in Wirklichkeit niemandem bekannt sind, außer dem Patentamt. Warum ist das so, dass man sagt, auch eine nicht öffentliche Patentanmeldung kann entgegengehalten werden? Was ist der Sinn dahinter? Es soll ja kein Doppelpatent geben. Ja, es soll verhindern, dass es Doppelpatente gibt. Das heißt, wenn jemand angemeldet hat und jemand anderes danach anmeldet, hat der Erstanmelder Vorrang. Aber es gibt eine Ausnahme, es kann trotzdem zu einem Doppelpatent kommen. Nämlich wann kann es, in welchem seltenen Fall kann es ein Doppelpatent geben? Wenn beide am gleichen Tag anmelden? Ja, weil die zeitliche Grenze immer der Tag ist, wenn beide am gleichen Tag anmelden, gelten sie gleichzeitig angemeldet. Das heißt, sie haben theoretisch eine Spanne von bis zu 24 Stunden, innerhalb derer sie noch anmelden können. Wenn sie das schaffen, gelten sie als gleichrangig. Ja? Gut, dann haben wir gesprochen über die erfinderische Tätigkeit. Wo gucken wir da im Gesetz nach? Ist auch nicht so schwierig. Ja? Paragraph 4, ja, nicht so schwierig, ein Paragraph weiter. Was setzt so erfinderische Tätigkeit voraus? Was ist der Unterschied zur Neuheit? Dass sie sich nicht unmittelbar aus dem Stand der Technik ergibt? Ja, völlig richtig. Es gibt sich nicht unmittelbar aus dem Stand der Technik. Das Problem ist nur, was heißt denn, es ergibt sich mittelbar aus dem Stand der Technik? Wann ergibt sich eine Erfindung mittelbar aus dem Stand der Technik? Wenn sie offensichtlich ist, dass sie daraus folgen kann? Ja, in der Tat, wenn es für den Fachmann offensichtlich ist, diese Erfindung sozusagen zu machen, indem er einfach bestehende Teile kombiniert. Und ich habe versucht, Ihnen das mit diesem Mosaikmuster, mit diesen Puzzleteilen, der Fachmann nimmt alle Puzzleteile und fügt die zusammen
Und er kann sozusagen Teile ergänzen, die fehlen, weil er sagt, naja, das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt's. Und wenn man die Sachen zusammenfügt, kommt das raus. Der Fachmann wird also alle Teile, die es auf der Welt gibt, zusammenfügen und gucken, was dabei rauskommt. Was ist bei der Neuheit dem gegenüber erforderlich? Was macht der Fachmann bei der Neuheit nur? Der Neuheitsmaßstab ist einfacher. Ja? Ob es genau dieses Ergebnis schon gibt. Ja, er guckt, ob es genau dieses Teil schon gibt. Und wenn es nur eine Sache mehr hat, ist es was anderes. Also wenn es eine Änderung gibt, wenn da steht blaues Auto und es ist ein rotes Auto, ist was anderes. Dann ist es nicht mehr neu. Ja? Gut. Dann, wie gesagt, erfinderische Tätigkeit. Der Fachmann guckt sich das alles an. Was ist denn so ein Fachmann? Wer ist das denn? Fragt man dann so einen Ingenieur. So, wir haben 100 Ingenieure gefragt und von denen haben 99 gesagt, ja, ist doch klar. Oder wie macht man das? Wer ist denn der Fachmann, auf den wir hier abstellen? Ja? Ich glaube, so ein Idealbild, also der perfekte ideale Fachmann. Ja, das ist ein Idealbild. Das ist sozusagen so ähnlich wie beim Verbraucher oder beim Unternehmer, jemand, der einfach nur fiktiv ist. Wir kennen das beim Verbraucherbegriff im UWG, wo wir sagen, es gilt der durchschnittlich intelligent, durchschnittlich informiert und sowas. Aber ist der Fachmann wirklich so nur der Durchschnitt oder was ist sozusagen, wodurch qualifiziert sich der Fachmann? Ich glaube, der weiß auf seinem Gebiet alles und hat Fachkompetenz. Ja, der weiß auf seinem Gebiet alles, der hat alle Informationen zur Verfügung, der hat sozusagen das freie Internet, er hat auf seinem Gebiet hohe Kompetenz. In anderen Gebieten hat er dagegen keine Ahnung. Er kann nur das, er ist ein Fachidiot. Aber der Fachmann hat auch noch die Eigenschaft, dass er so eine gewisse Intuition hat. Das heißt, so einfach Sachen zusammenpuzzeln macht er. Was der Fachmann nicht macht, ist, er ist kein Forscher. Er macht keine Experimente und probiert alle Sachen aus, bis er das Richtige herausgefunden hat. Er nimmt einfach nur Sachen und sagt, ah ja, das passt an das, das passt an das. Der Fachmann ist sozusagen wirklich ein sehr fixierter Idiot. Ja? Gut. Das ist die erfinderische Tätigkeit. Dann ganz kurz noch zur gewerblichen Anwendbarkeit. Wo gucken Sie da? Ist auch nicht so schwierig. In Paragraph 5. Und was setzt so die gewerbliche Anwendbarkeit voraus? Was muss man dafür leisten, damit eine Erfindung gewerblich anwendbar ist? Es muss einen potenziellen Markt dafür geben. Das bedeutet, Sie müssen sich unbedingt sozusagen nachweisen, ich habe 1000 Nachfragen, sondern Sie müssen einfach nur sagen, es könnte sein, dass irgendjemand dafür Geld bezahlen will und dann kriegen Sie schon das Patent. Es muss nicht mal eine Massenfertigung sein, es reicht, wenn Sie sozusagen auch ein paar Stück davon verkaufen. Ja, und dann haben wir noch den Ordo Publik. Wo gucken Sie da? Auch der steht im Gesetz drin. Da müssen wir nichts groß auswendig wissen. Paragraph 2. Ordre public, da wird einfach gesagt, verstößt nicht gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung. Sie wissen, das sind die Normen, die für das gedeihliche Zusammenleben unverzichtbar sind. Das heißt nicht einfach jedes Gesetz, sondern wirklich die wichtigen. In der Praxis spielt das keine große Rolle. Sie kriegen im Grunde für alles Patente. Ob Sie es dann hinterher durchführen dürfen, ist eine andere Frage. Es wird erstmal patentiert. Ja, das zu den Voraussetzungen. Jetzt kommen wir zu den weniger spektakulären Sachen, nämlich zur Anmeldung. Und wir fangen heute mit der ganz einfachen Frage an, wer kriegt überhaupt ein Patent? Dann machen wir ganz lange das Erteilungsverfahren und schließlich am Ende gucken wir uns noch an, weil das Erteilungsverfahren halt ein paar Jahre dauern kann, was kann ich in der Zeit machen, um zu Geld zu kommen? So, fangen wir vorne an. Mit dem Punkt, wer darf überhaupt ein Patent anmelden? Und das steht praktischerweise in Paragraph 6, nachdem wir jetzt 1 bis 5 abgehandelt haben, nämlich das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Das ist ein bisschen wie im Urheberrecht, dass man sagt, das Urheberrecht steht dem Urheber zu und nicht irgendeinem Unternehmen. Das heißt, originärer Inhaber ist immer ein Mensch. In Deutschland steht das Patent zunächst mal immer einem Menschen zu. Der wesentliche Unterschied zum Urheberrecht ist, dass da steht oder sein Rechtsnachfolger. Und Rechtsnachfolger meint hier nicht nur die Erben, sondern Rechtsnachfolger meint hier auch Leuten, denen er es abgetreten hat. Das Recht auf das Patent kann man einfach abtreten.
Das ist also ganz normal handelbar. Und in der Praxis kennen Sie das alle, wenn der Arbeitnehmer das macht, dann muss natürlich das Patent an seinen Chef abgetreten werden. Das heißt, das Patent gehört immer dem Arbeitgeber und nicht dem Arbeitnehmer. Machen wir aber noch näher, da gibt es ein eigenes Gesetz zu, das Arbeitnehmererfindergesetz, um das alles ein bisschen komplizierter zu machen. Satz 2 sagt, es kann auch mehr als einen Erfinder geben. Auch das kennen wir aus dem Urheberrecht mit Urheberschaft. Wenn mehrere gemeinsam eine Erfindung machen, steht das Patent allen gemeinschaftlich zu. Intern werden dabei grundsätzlich die Regeln der Bruchteilsgemeinschaft angewandt, aber das spielt praktisch keine große Rolle, weil das einzige Ziel der Sache ist, das Patent anzumelden und dann zu verwerten. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht demjenigen zu, der die Erfindung zuerst angemeldet hat. Damit ist gemeint, die Konstellation, die wir schon hatten, Sie machen eine Erfindung, jemand anders macht die Erfindung, dann gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Allerdings auch hier wieder nur die Tagesgrenze. So, das ist Paragraph 6. Dasselbe finden wir auch im Europäischen Patentübereinkommen, sogar wieder wörtlich gleich in Artikel 60. Ich weise nur darauf hin, hier gibt es eine Regelung, ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so gilt das Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist. Das ist eine IPR-Regelung, das heißt, hier will man sicherstellen, dass der Arbeitnehmer geschützt wird, wenn er zum Beispiel in Deutschland tätig ist und damit einen Anspruch auf eine Sondervergütung hat, während der Arbeitnehmer in Großbritannien halt Pech gehabt hat und sein Patent automatisch dem Arbeitgeber übertragen wird. So, der Anmelder hat innerhalb von 15 Monaten den Erfinder zu benennen. Wenn also nicht klar ist, wer der Erfinder ist, muss derjenige, der das Patent anmeldet, sagen, wer es denn erfunden hat im Unternehmen und zwar namentlich. Das ist ein bisschen wie im Urheberrecht. Der Erfinder hat ein Recht, dass sein Name in die Geschichte eingeht, als der Mann, der diese Sache erfunden hat und nicht nur der Name des Unternehmens. Nicht Apple hat es erfunden, sondern Christian Miller von irgendwas. So will es das Patentrecht. Außerdem wird hier eine Versicherung verlangt, dass kein anderer beteiligt ist, das heißt, dass die Benennung vollständig ist, weil sonst das Ganze alles schlimm enden würde. Das klingt auf dem Papier alles toll, bis Sie zum Satz 3 kommen, wo nämlich drin steht, das Patentamt prüft das nicht. Das heißt, Sie können da sonst was eintragen. Ob es richtig oder falsch ist, spielt für die Patenterteilung keine Rolle. Das Patent wird auch erteilt, wenn da irgendwelcher Quatsch steht. Das Patentamt guckt sich das schlicht gar nicht an. Der Grund dafür ist offensichtlich, wenn das Patentamt sich das angucken müsste, dann müssten die wirklich eine zivilrechtliche Prüfung durchführen, wer jetzt Inhaber ist und wer es erfunden hat. Das liegt außerhalb der Fähigkeiten des Patentamtes. Außerdem wird das Patentamt geschützt durch § 7. § 7 Patentgesetz ist so ein bisschen wie 1006 BGB. Das ist eine Regelung, die sicherstellen soll, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Mensch, der das ganze Verfahren betreibt, auch berechtigter ist. Und hier ist die Aussage, wer ein Anmeldeverfahren einleitet, gilt als berechtigt, bis der andere sozusagen seine Nichtberechtigung bewiesen hat. Wenn also der Erfinder sozusagen gar nicht weiß, dass jemand für ihn das Patent angemeldet hat, gilt derjenige, der das Patent anmeldet, als berechtigt. Auch das finden wir wieder im EPÜ genauso. Das heißt, auch da, egal ob Sie es in Deutschland anmelden oder beim Europäischen Patentamt, in beiden Fällen ist der Anmelder fiktiv der Berechtigte. Das muss aber nicht so bleiben. Und deshalb gibt es § 8. § 8 ist eine wichtige Regelung, das ist die sogenannte Patentvindikation. Sie kennen alle 985 BGB, der Eigentümer kann vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. Sie kennen auch den Erbschaftsanspruch im BGB, der wahre Erbe kann vom Scheinerben die Herausgabe des aus der Erbschaft erlangten verlangen. Das hier ist eine genau solche Norm. Die sagt nämlich, der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, kann verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Das heißt, der kriegt dann die Rechte an dem Patent, was später erteilt wird. Dann geht es weiter, wenn das Patent schon erteilt ist, kann er statt der Abtretung des Anspruchs auf das Patent die Abtretung des Patents als solches verlangen. Das ist auch nicht allzu spektakulär.
Aber dann kommen die Einschränkungen. Die Einschränkungen kennen Sie auch aus dem BGB beim gutgläubigen Erwerb. So ähnlich ist das hier geregelt. Der Anspruch kann nämlich zunächst mal nur innerhalb von 2 Jahren geltend gemacht werden. Das heißt, das gibt eine Ausschlussfrist. Wenn man nicht innerhalb von 2 Jahren merkt, dass man sozusagen übergangen worden ist, dann hat man endgültig Pech gemacht. Und wenn derjenige bösgläubig war, das heißt derjenige, der wirklich ein Patent geklaut hat, dann kann man das durchgängig geltend machen, dann greift diese 2-Jahresfrist nicht. Das entspricht dem 935 BGB. Wenn es abhanden gekommen ist und derjenige bösgläubig war, der Anmelder, dann ist er nicht berechtigt, dann kann man durchgehend gegen ihn vorgehen. Also nochmal, Satz 1, Anspruch auf Abtretung des Anspruchs auf Patenterteilung, wenn derjenige, der angemeldet hat, nicht berechtigt ist. Satz 2, wenn das Patent erteilt wird, habe ich Anspruch auf Abtretung des Patentes, das heißt, wenn ich es zu spät merke. Satz 3, Satz 4, zeitliche Begrenzung, Ausnahme, der Anmelder ist bösgläubig, der bösgläubige Anmelder muss dauerhaft damit rechnen, seine Befugnisse wieder zu verlieren, weil er nicht schutzwürdig ist. Damit aber nicht genug. Sie können auch stattdessen einfach den ganz aus dem Verfahren rausschmeißen. Die Abtretung heißt, das Verfahren wird weiter betrieben, aber Sie sind jetzt der Berechtigte. Sie können aber auch nach § 7 einen Einspruch einheben und dann da das Patent einfach für unwirksam erklären lassen. Dann sagt § 7 Absatz 2, dürfen Sie das Patent nochmal in eigenem Namen neu anmelden. Das heißt, Sie können wieder bei 0 anfangen und sagen, ich betreibe das Anmeldeverfahren selbst in eigenem Namen. Und dann gilt die Priorität des früheren Patents. Das heißt, es wird so getan, als hätten Sie es damals schon angemeldet, als der ursprüngliche Patentanmelder Ihre Erfindung angemeldet hat. Das heißt, Sie können auch sagen, ich möchte mit diesem Verfahren nichts zu tun haben, ich möchte nochmal neu anfangen. Auch das ist eine Option. Im EPÜ finden Sie eine ähnliche Regelung, die aber etwas anders aufgebaut ist. Zunächst mal verlangt Artikel 61 eine rechtskräftige Entscheidung. Der Grund dafür ist, dass das EPÜ natürlich keine zivilrechtliche Prüfung vornehmen kann, wer jetzt berechtigt war. Die müssen zum Beispiel die Wirksamkeit von Abtretungen prüfen, die müssen herausfinden, wer denn wirklich angemeldet hat. Und all das kann das EPA nicht machen. Und deshalb will man eine rechtskräftige Entscheidung, das heißt, es muss irgendein Gericht irgendwo mal entschieden haben, das Patent gehört dem und dem. Und dann sagt man, habe ich 3 Varianten. Entweder ich verfolge die Anmeldung als eigene weiter, das entspricht unserem § 8 Patentgesetz. Ich gehe also hin und sage, ich möchte gerne, dass ich jetzt in das Verfahren eintrete und das alleine in meinem Namen weiter betreibe. Oder zweitens, eine neue Anmeldung in meinem eigenen Namen einreichen, das heißt, das Ganze neu starten. Das entspricht unserem § 7 Absatz 2. Oder Variante 3, beantragen, dass die Patentanmeldung zurückgewiesen wird. Das entspricht unserem Einspruchsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme. Das heißt, dann endet das Ganze komplett. Es gibt für niemanden ein Patent. Wenn ich also ein altruistischer Mensch bin und sage, es soll niemand ein Patent kriegen, kann ich auch ganz verhindern, dass es geschützt wird. Diese 3 Möglichkeiten habe ich. Das ist vielleicht etwas übersichtlicher als im deutschen Recht aufgebaut. So, damit wissen wir, wer anmelden darf, nämlich der Erfinder oder derjenige, dem das Recht des Erfinders abgetreten worden ist. Wir wissen aber auch, dass jeder andere das anmelden kann, auch wenn er es nicht darf, und dann im Anmeldeverfahren als berechtigt gilt, das heißt einfach so das Verfahren vorantreiben. Weil das Patentamt nicht in der Lage ist zu prüfen, wer berechtigter ist, ignorieren wir es einfach. Was uns jetzt interessiert ist, was macht das Patentamt eigentlich den ganzen Tag? Und Sie haben vielleicht schon gelernt, Urheberrecht kriege ich einfach so. Sie kritzeln jetzt irgendwas auf Ihr Blatt, malen ein lustiges Bild und Sie kriegen in der Sekunde ein Urheberrecht. Das wird niemand prüfen, ob das toll, kreativ oder irgendwas ist. Und Sie müssen es auch nirgendwo zu einem Register anmelden. Urheberrechte entstehen einfach aus dem Nichts. Dann haben Sie gelernt,
Gebrauchsmuster, habe ich in der ersten Stunde erwähnt, werden registriert, aber werden nicht geprüft. Sie können also in Deutschland ein Gebrauchsmuster anmelden. Das heißt, Sie haben so eine Art Patent, aber es prüft niemand, das heißt, es wird sofort erteilt. Das Patent hat die engsten Voraussetzungen. Es gibt eine Prüfung vor der Erteilung und Patente müssen in der Patentrolle erfasst werden. Das heißt, es gibt da eine abschließende Liste der Leute, die Patente kriegen. Für diejenigen, die letztes Semester Markenrecht gemacht haben, wie sieht das aus mit der Marke? Ja, auch bei der Marke gibt es die Variante, das geprüft und registriert man. Sie können die eingetragene Marke haben. Da werden absolute Schutzhindernisse geprüft. Nicht geprüft werden relative Schutzhindernisse. Sie kennen das, wenn jemand anderes ein älteres Kennzeichen hat, einen älteren Namen. Das prüft das DPMA nicht. Wie sieht es aus mit dem Design? Was müssen die tun, um Designschutz zu kriegen? An einem neuen Pulli-Muster oder an einem neuen Schnitt für einen Anzug? Geschmacksmuster sind auch ungeprüft, aber registriert. Ja, Geschmacksmuster heißen die, aber die heißen inzwischen Designs. Geschmacksmuster gibt es heute nicht mehr. Das Design wird in der Tat auch registriert, wird aber auch nicht geprüft, ob es neu ist. Das heißt, es kommt erst im Streit dazu, dass geguckt wird, ob der Schutz besteht. Also Sie sehen, das Patent hat die strengsten Voraussetzungen, deshalb dauert das möglichst lange. Das Patentamt ist insoweit eine Behörde und das Verwaltungsverfahren führt am Ende dazu, dass ein Verwaltungsakt erteilt wird. Dieser Verwaltungsakt ist eine Allgemeinverfügung insoweit, als er sozusagen für alle feststellt, dass dieser Mensch das Recht hat. Das ist nicht sozusagen nur für den, sondern es gilt an die Allgemeinheit. Deshalb wird das auch veröffentlicht und nicht nur dem Begünstigten mitgeteilt. Ganz in der ersten Stunde habe ich Ihnen auch schon gesagt, es gibt zwei Wege, an ein Patent zu kommen. Nämlich entweder Sie melden sich beim Deutschen Patent- und Markenamt in München und sagen, ich hätte gerne ein Patent für Deutschland. Oder Variante 2, Sie wenden sich ans Europäische Patentamt, ebenfalls in München, und sagen, ich hätte gerne ein Patent für folgende Staaten, beziehungsweise wenn Sie nichts sagen, dann für alle Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, das heißt für jede Menge Staaten. Beide führen am Ende zu einem Patent, was auf dem Gebiet von Deutschland gilt, und beide Verfahren bestehen unabhängig nebeneinander. Die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Sie können theoretisch sozusagen, nachdem das eine gescheitert ist, das andere durchführen, auch wenn die Erfolgsaussichten dann eher gering sein dürften. Wir haben auch ganz kurz angesprochen, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Sie können eine internationale Patentanmeldung machen, irgendwo bei irgendeinem Staat, der Mitglied ist, und die wird dann nach Deutschland weitergeleitet. Aber auch da wird das Verfahren im Wesentlichen in Deutschland durchgeführt. Sie haben nur gespart den Brief direkt ans DPMA, weil das wird weitergeleitet. Im DPMA gibt es zwei Untereinheiten. Zum einen gibt es die Patentabteilungen. Das sind die, die grundsätzlich über alle Sachen des laufenden Betriebes entscheiden. Die machen zum Beispiel Verfahrenskostenhilfe, das heißt, was PKH im Gerichtsverfahren ist. Die machen zum Beispiel alle Sachen, die bereits erteilte Patente betreffen, Stellungnahmen oder hier Festsetzung der Vergütung für Zwangslizenzen. Was uns aber interessiert, sind die Prüfungsstellen. Prüfungsstellen bearbeiten die Patentanmeldungen und informieren über den Stand der Technik. Das heißt, das sind die Leute, die sitzen da in ihrem Zimmer im weißen Kittel und machen ein Experiment im anderen oder recherchieren im Computer, was so läuft. Das Verfahren vor dem Patentamt ist geprägt durch gewisse Grundsätze. Einige davon kennen Sie aus dem deutschen Prozessrecht oder Verwaltungsrecht. Zunächst mal der Öffentlichkeitsgrundsatz. Patente werden in Deutschland nicht geheim erteilt, sondern Patente werden offengelegt. Das heißt, jeder kann Akteneinsicht beantragen und gucken, was da so bemängelt worden ist und wie das Patentverfahren läuft. Die Schriftlichkeit ist der Gegenbegriff zur Mündlichkeit. Im deutschen Gerichtsrecht haben wir den Mündlichkeitsgrundsatz, das heißt, es wird grundsätzlich mündlich verhandelt. Im Patentrecht haben wir den Schriftlichkeitsgrundsatz. Beim Patentamt werden nicht die Erfinder mündlich angehört, sondern alles läuft schriftlich. Das heißt, Sie kriegen dann ein Feedback zu Ihrer Anmeldung, wo dann drin steht, das und das glauben wir nicht, das klappt.
und Sie können dann schriftlich darauf antworten, entweder indem Sie korrigieren und eine Gegenstellungnahme abgeben, dann kriegen Sie wieder was Schriftliches, dann schreiben Sie wieder zurück und so wird nur schriftlich kommuniziert. So eine spontane Anhörung gibt es grundsätzlich nicht, auch wenn das Patentgesetz das ermöglicht. Sie können theoretisch auch die Leute vor Ort laden und dann anhören. Das passiert aber nicht. Der Grund für die Schriftlichkeit liegt wiederum in der Öffentlichkeit, weil alles in der Akte stehen soll und die Öffentlichkeit halt durch Akteneinsicht alles erfahren soll. Da das Patentverfahren ein Verwaltungsverfahren ist, gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Der Amtsermittlungsgrundsatz bedeutet relativ einfach, dass hier von Amts wegen alle Tatsachen erforscht werden, auch wenn sie nicht vorgetragen werden. Der Gegenbegriff ist der Beibringungsgrundsatz, kennen Sie aus dem Zivilprozess, wo die Tatsachen von den Parteien vorgetragen werden müssen. Und dann steht links oben Verfügungsgrundsatz, Dispositionsmaxime. Das ist ähnlich wie im Zivilprozess. Das Patentamt wird nicht von sich aus tätig. Das Patentamt tut nur dann was, wenn man einen Antrag stellt und den bezahlt. Insbesondere darf das Patentamt die Anträge nicht verändern. Das heißt, wenn jemand Patentansprüche angemeldet hat, die Quatsch sind, dann kann das Patentamt nur sagen, die gibt es nicht oder die erteilen wir. Die können nicht inhaltlich korrigieren, das Patentamt hat keine Gestaltungsbefugnis. Das ist anders als im normalen Verwaltungsverfahren, wo grundsätzlich auch die Behörden von Amts wegen Maßnahmen ergreifen können, die sie für angemessen halten. Hier ist das Patentamt an die Anträge der Parteien gebunden. Sie dürfen also nicht mehr machen als beantragt und sie dürfen gar nichts tun ohne Antrag. Ja, um ein Patent zu kriegen, müssen Sie es erstmal anmelden. So eine Patentanmeldung geht nicht mal eben so. Die Patentanmeldung muss zunächst mal an den richtigen Adressaten gerichtet werden und das ist in Deutschland das Patentamt. Deutsches Patent- und Markenamt und das ist beim EPA das Europäische Patentamt beziehungsweise ausnahmsweise auch das Deutsche Patent- und Markenamt, das dann die Erklärung einfach weiterleitet. Das ist bei Deutschland relativ witzlos, ob Sie es nach München EPA schicken oder München DPMA, ist das relativ egal. Bei anderen Staaten kann das aber attraktiv sein, wenn Sie das so weiterleiten lassen. Dann sagt das Patentgesetz relativ klar, was so eine Anmeldung alles enthalten muss. Zunächst mal den Namen des Anmelders. Das ist nicht so schwierig, da schreiben Sie Ihren Namen hin und schon sind Sie Anmelder. Das ist nicht notwendig der Name des Erfinders, weil Sie können ja auch Rechtsnachfolger des Erfinders sein. Das heißt, der Name des Anmelders ist erstmal der Name der Person, die den Antrag stellt. Zweitens, den Antrag auf Erteilung des Patents. Das heißt, Sie müssen sagen, was möchte ich hier patentieren und ich möchte ein Patent für diesen Inhalt. Dann die Patentansprüche, in denen angegeben ist, was geschützt werden soll, eine Beschreibung der Erfindung und gegebenenfalls Zeichnungen. Nur diese fünf Sachen müssen Sie leisten. Wenn alle fünf Sachen vorliegen, ist Ihr Antrag vollständig. Auch hier wieder die Parallele. Das hier ist das Europäische Patentübereinkommen. Wenn Sie das vergleichen, stellen Sie fest, das hier ist so ziemlich das Gleiche. Ja? Wenn Sie genau hingucken, gibt es einen Unterschied. Der Name des Anmelders steht hier, der steht da nicht, aber im Antrag müssen Sie ohnehin den Namen angeben, das heißt, das war keinen eigenen Punkt wert. Was hier steht, ist eine Zusammenfassung. Wenn Sie hier gucken, steht da nichts von Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ergibt sich aber daraus, dass im Antrag die Erfindung kurz und genau bezeichnet sein muss. Das ist dann wiederum die Zusammenfassung, die beim anderen separater Punkt ist. Also nochmal, beim EPA fehlt die Voraussetzung Name, weil das in den Antrag mit reingelesen wird. Dafür steht Zusammenfassung als eigener Punkt, was im deutschen Recht als Teil des Antrags gefasst ist. Sehr spektakulär ist das jetzt nicht, also das ist so geregelt. Was für uns interessanter ist, ist das, was in den folgenden Absätzen kommt von 34. 34 Absatz 4 sagt nämlich, die Erfindung muss so deutlich und so vollständig offenbart werden, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Das ist diese Ausführbarkeit, die ich
schon beim Erfindungsbegriff angesprochen habe, die Erfindung muss komplett sein. Es darf nicht noch die geheime Zutat geben, die Sie nicht nennen. Es muss alles drinstehen, was es zu wissen gibt. Nichts wird verschwiegen. Und Absatz 5, die Erfindung muss eine Erfindung sein. Pro Patent gibt es genau eine Erfindung. Ein Patent darf nicht mehrere Erfindungen enthalten. Der Grund dafür ist folgender: Man möchte, dass die Patentrecherche einfach sein soll. Die Leute sollen in der Lage sein, herauszufinden, das ist ein Patent für das und das ist ein Patent für das, indem sie einfach googeln. Wenn ein Patent mehrere Ansprüche enthalten würde, müssen wir erstmal sich das komplette Dokument durchkämpfen und gucken, okay, wie viele Patente sind hier drin. Deshalb wird jedes Patent in eine eigene Patentschrift gemacht. Allerdings sehen Sie auch hier, Sie können eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, patentieren. Das heißt, Sie können sozusagen nicht nur separate Patente machen, sondern Sie können auch Sachen, die unmittelbar im Zusammenhang stehen. Zum Beispiel eine Zwiebelsuppe und eine Pilzsuppe in einem Patent. Wenn beides Suppen sind und der Clou bei beiden ist, dass Sie die Sache zermatschen, dann ist das in einem Patent möglich, weil ob Sie jetzt Zwiebeln oder anderes reintun, ist egal. Letzter Punkt. In Deutschland haben wir noch einen Absatz 7. Da steht drin, auf Verlangen des Patentamts müssen Sie auch nach bestem Wissen und Gewissen den Stand der Technik angeben als Anmelder. Das soll dem Prüfer die Arbeit ersparen. Das heißt, Sie sollen angeben, also ich kenne schon das und das und das und meine Erfindung unterscheidet sich davon durch jeden Trick. Das soll dem Prüfer die Arbeit leichter machen, damit er weiß, wo er anfangen muss zu suchen. In der Praxis machen das die Leute ohnehin, aber hier ist eine Grundlage, wonach es verlangt werden kann, aber nicht muss. Weil diese Regelungen sehr abstrakt und generell sind, gibt es in § 34 Absatz 6 eine Ermächtigungsgrundlage für eine Verordnung und diese Verordnung heißt Patentverordnung. Die Patentverordnung enthält für jede der Voraussetzungen, angefangen vom Antrag bis hin zu den Zeichnungen, konkrete Vorgaben. Auf europäischer Ebene haben wir zwar keine Rechtsverordnung, aber wir haben eine Ausführungsordnung. Die Ausführungsordnung ist genauso wie in der Patentverordnung, dass sie Details regelt, wie so eine Anmeldung auszusehen hat, angefangen mit der Formatierung über die Dateiformate und all diesen Kleinkram. Paragraph 3 der deutschen Patentverordnung sagt, wie so eine Patentanmeldung zu erfolgen hat. Und wenn Sie das so lesen, steht da zunächst mal im Grundsatz schriftlich. Schriftlich meint hier 126 BGB, das heißt auf Papier mit handschriftlicher Unterschrift. Nicht zulässig ist insbesondere eine E-Mail oder ein Fax oder sowas, sondern es muss wirklich handschriftlich auf Papier unterschrieben sein. Aber Satz 2 sagt, man kann es auch elektronisch einreichen und das geht dann wiederum nach der DPMA-Verordnung. Das heißt, entweder mit die E-Mail, was keiner hat, oder über ein eigenes Verfahren, was das DPMA anbietet. Dasselbe Verfahren würden Sie auch nutzen für eine Markenanmeldung übrigens. 99% der Patentanmeldungen erfolgen heutzutage elektronisch, aber der schriftliche Weg ist Ihnen immer noch offen. Das heißt, wenn Sie jetzt heute in der Vorlesung ein Patent machen, können Sie da einen Brief hinschicken, und der wird dann bearbeitet. Um Ihnen die Patentanmeldung so einfach wie möglich zu machen, hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein Formblatt herausgegeben. Man könnte auch sagen, ein Formular. Und in der Praxis wird von Ihnen erwartet, dass Sie dieses Formular ausfüllen, denn die Patentverordnung sagt, der Antrag ist auf dem Formblatt oder als Datei entsprechend den Formatvorgaben einzureichen. Ich habe Ihnen mal hier dieses Formblatt abgebildet. Das sieht halt so aus wie so ein typisches Behördenformular. Sie sehen da oben DPMA, da ein Strichcode und dann geht es hier los mit, ich möchte gerne Post kriegen an folgende Adresse. Da wird normalerweise eingetragen, der Patentanwalt oder Ähnliches, der zustellungsbevollmächtigt ist. Dann können Sie hier ein Aktenzeichen angeben, wo es hingeht, das ist auch ganz praktisch. Und dann geht es los mit der Anmelder. Das heißt, die Person, die hinterher das Patent kriegen will,
Da schreiben Sie rein, Name, Vorname, Firma, Postanschrift, Handelsregisternummer beim Amtsgericht sowieso. Und dann kommen hier seine Vertreter, zum Beispiel entweder organschaftliche oder Patentanwälte oder ähnliches. Und dann kommt jede Menge anderer Text. Was da alles eingetragen werden muss, steht auch in der Patentverordnung drin. Zum Beispiel Vorname, Familienname, Firma und so weiter. Die Organe. Sehr schön auch die Regelung bei einer GbR. Ist mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter anzugeben. Anders als im Grundbuchverfahren, also nicht alle, sondern es reicht, wenn einer genannt wird. Das soll das Verfahren erleichtern. Dann kurze Beschreibung der Erfindung, Erklärung, dass für die Erfindung die Erteilung des Patents beantragt wird, Vertreter, Unterschrift aller Anmelder oder Vertreter und wenn ein Zusatzpatent beantragt wird, auch Aktenzeichen der Hauptanmeldung, auf die sich diese Zusatzanmeldung bezieht. Allein das Ausfüllen dieses Formulars reicht aber nicht. Sie müssen nämlich meistens noch zusätzliche Unterlagen einreichen. Und diese Anmeldeunterlagen dürfen nach der Regelung keine bildlichen Darstellungen enthalten. Das heißt, es gilt reiner Text, wobei dann eine Ausnahme kommt, Sie dürfen Formeln einfügen. Formeln gelten als Text, ebenso Tabellen. Der Grund dafür ist, dass man das Ganze durchsuchbar machen möchte per Volltextsuche und da werden Bilder eher stören, wenn man Bilder halt schlecht durchsuchen kann. Dann geht es weiter, das Ganze soll widerspruchsfrei verständlich gefasst sein. Deshalb dürfen Fantasiebezeichnungen, Marken und andere Sachen, die nicht geeignet sind, nicht verwendet werden. Sie können also nicht den Flachsgenerator reinschreiben oder sowas, weil Sie müssen das so beschreiben, wie es ein Laie benennen würde. Ihre eigenen Terminologien sind irrelevant. Was anderes gilt nur dann, wenn der Markenbegriff als einzige Bezeichnung für diesen Gegenstand geläufig ist, sowas wie Tesafilm zum Beispiel. Sie können sagen, man verwendet zum Ankleben Tesafilm. Ja, sowas wäre möglich. Dann sollen Sie eine einheitliche Terminologie verwenden, damit so Sachen wie Google Translate den Text auch einheitlich übersetzen können und nicht kreativ werden. Das heißt, die Sprache soll so trocken sein wie irgendwie möglich, keine lustigen Gags, alles verständlich. Das zu den allgemeinen Vorgaben. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil. Das, worum es Ihnen geht am Ende, sind die sogenannten Patentansprüche. Anspruch ist das, was sozusagen geschützt werden soll. Der Inhalt Ihres Patents. Der Patentanspruch ist regelmäßig zumindest mal der Hauptanspruch. Jedes Patent hat genau einen Hauptanspruch, das heißt das, was die Erfindung zentral ausmacht. Von diesem Hauptanspruch werden dann Unteransprüche abgeleitet, die sich durch zusätzliche Merkmale auszeichnen. Zum Beispiel sagen Sie, ich möchte zunächst patentiert haben Flüssigkeiten. Ich bin der erste Mensch, der Flüssigkeiten als solche entdeckt hat. Und als Unterpunkt wäre dann Flüssigkeiten mit Kohlensäure und als Unterpunkt wäre dann Flüssigkeiten mit Kohlensäure und Zucker und so können Sie immer weiter den Baum aufbauen, bis Sie sozusagen am Ende alle Merkmale haben. Und wenn Sie der erste Mensch sind, der Flüssigkeit entdeckt hätte, würden Sie das Patent für Flüssigkeiten kriegen und alle anderen wären irrelevant. Nun kann es aber sein, dass man sagt, es gibt schon Flüssigkeiten. Das ist irgendwie so dem Stand der Technik immanent, dass man weiß, was Flüssigkeiten sind. Das heißt, dieses Patent kriegen Sie schon mal nicht. Dann fallen Sie automatisch auf die nächsttiefere Stufe. Es wird geguckt, gibt es denn schon Flüssigkeiten mit Kohlensäure? Und wenn es schon Flüssigkeiten mit Kohlensäure gibt, dann fallen Sie automatisch auf die nächsttiefere Stufe. Dann prüft man, gibt es denn schon Flüssigkeiten mit Kohlensäure und Zucker? Und wenn es die schon gibt, fallen Sie auf die nächsttiefere Stufe. Flüssigkeiten mit Kohlensäure, Zucker und so weiter. Deshalb bietet es sich an, möglichst fein auszuziselieren, diese Patentansprüche. Weil man kann verlieren alles, was oben steht, dann bleibt zumindest der Rest, der unten steht, übrig. Wenn Sie nur einen Patentanspruch haben, ist eine Reduktion ausgeschlossen. Das heißt, Sie können den Patentanspruch, wenn er einmal erteilt ist, nicht reduzieren, der fällt dann komplett. Das ist ein bisschen wie bei AGB, keine geltungserhaltende Reduktion. Ein Patentanspruch ist entweder komplett wirksam oder komplett unwirksam. Wenn der Hauptanspruch wegfällt, bleiben die Unteransprüche aber bestehen. Es fällt nur der Hauptanspruch weg.
Jetzt habe ich Ihnen gesagt, in einem Patent gibt es immer genau eine Erfindung, aber das Gesetz sagt auch, Sie können sogenannte Nebenansprüche anmelden. Nebenansprüche sind Sachen, die unmittelbar verbunden sind. Ich habe Ihnen gesagt, wie bei unserer Zwiebelsuppe oder Zwiebelsuppe im Verhältnis zu Pilzsuppe, weil man sagt, es ist eigentlich dasselbe, ob ich Zwiebel oder Pilze reintue. Sie können sich jetzt auch so denken, dass es einen fiktiven Hauptanspruch gibt, den es auf keinen Fall, der auf keinen Fall erteilt wird, und man hätte ganz viele Unteransprüche zu diesem Hauptanspruch. Das geht in einem Patent. Sie können also einem Patent nicht zwei Hauptansprüche anmelden, aber Sie können einen Hauptanspruch und einen dazu parallelen Nebenanspruch anmelden. Und zu Hauptanspruch und Nebenanspruch kann man wiederum Unteransprüche bilden, unbegrenzt viele. Ja, also Sie können einem Patent ganz viele Ansprüche anmelden. Sie sollten auch ganz viele anmelden, weil jeder Anspruch für sich entweder wirksam oder unwirksam ist. Und wenn er unwirksam ist, ist der Anspruch komplett weg und wird nicht reduziert. Die Regelungen zur Formulierung dieser Ansprüche sind recht knapp. 84 EPÜ sagt, die Ansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden. 14 Patentgesetz sagt, der Schutzbereich wird durch die Patente natürlich bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnung sind jedoch zur Auslegung heranzuziehen. Das heißt, auch da steht nicht genau, wie die gestaltet sein müssen. Aber glücklicherweise haben wir Paragraph 9 Patentverordnung und der sagt, man kann das Ganze in zwei Varianten gestalten. Die übersichtliche oder die nicht übersichtliche. Das Gesetz spricht da von einteilig oder zweiteilig. Einteilig heißt, dass Sie einfach reinschreiben, was geschützt werden soll, ohne Sortierung. Eine Flasche mit einem schwarzen Inhalt, der Sprudel enthält und Wasser enthält und Zucker enthält und ähnliches. Dann haben Sie eine Colaflasche beschrieben und alles ist wunderbar. Das ist einteilig. Zweiteilig heißt, Sie haben einen allgemeinen Oberbegriff, der auch für die folgenden Patentansprüche gelten soll, zum Beispiel Erfrischungsgetränk. Und dann haben Sie einzelne Merkmale des konkreten Erfrischungsgetränks, die Sie benennen. Erfrischungsgetränk mit folgenden Merkmalen, Doppelpunkt, erstens Sprudel, zweitens Zucker, drittens Koffein, viertens Gewürze oder was auch immer. So wäre dann der Anspruch zu formulieren. In beiden Fällen kann die Fassung nach Merkmalen gliedert sein, das heißt, Sie können dann machen A, B, C, D. Das heißt, der Oberbegriff wird dann nicht mitbuchstabiert. Das Gesetz konkretisiert das nochmal, indem es sagt, in den Oberbegriff sind alle durch den Stand der Technik bereits bekannten Merkmale aufzunehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt Cola Zero patentieren wollten, müssten Sie sagen, ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk in Flaschen, dadurch gekennzeichnet, dass es keinen Zucker enthält, sondern stattdessen Süßstoffe, die in einer Dosierung vergeben werden, die einen zuckerähnlichen Geschmack gewährleisten. In der Art würden Sie das formulieren. Man unterscheidet die Grenze an dem Wort dadurch gekennzeichnet, dass, das heißt, das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk, bla bla bla, in einer Flasche und dann kommt dadurch gekennzeichnet, dass dann kommen dann danach die neuen Sachen. Das heißt, die alten Sachen stehen davor, die neuen Sachen dahinter. Ansonsten verlangt das Gesetz, dass man die Merkmale, wenn man sie untergliedert, auch richtig untergliedert, nämlich durch ein Gliederungszeichen, klein a, klein b, klein c oder ein Punkt davor oder ein Strich davor oder erstens, zweitens, drittens und für jedes Merkmal oder Merkmalsgruppe eine neue Zeile. Das ist ein bisschen wie bei Klausuren, immer wenn man einen neuen Prüfungspunkt hat, eine Zeile freilassen. Genauso wird das hier durch die Verordnung festgelegt für die Patentansprüche. Dann wird nochmal erklärt, was Nebenansprüche sind. Nebenansprüche sind solche, die unabhängig von den anderen sind, aber trotzdem einem Zusammenhang stehen und damit die Einheitlichkeit der Anmeldung gewährleisten. Das heißt, wir haben den theoretischen Oberbegriff Suppe und unter dem gibt es Erbsensuppe, Linsensuppe, Pilzsuppe. Alle drei ist gemeinsam, dass es Suppen sind, Suppe, 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 aber das Patent auf Suppe kriegen Sie nicht,
Also dürfen Sie alle drei Untersuppen im selben Patent anmelden. Ja? Weil es ein hypothetisches Patent auf Suppen gäbe, was Sie aber auf keinen Fall kriegen, deshalb müssen Sie es gar nicht erst reinschreiben. Deshalb können Sie die drei Unteransprüche von Suppe in demselben Patent mit anmelden. Jeder Patentanspruch kriegt eine arabische Ziffer. Das ist auch vorgegeben, also keine Buchstaben, keine Zahlen. Die Merkmale können hingegen nach beliebigen Gliederungszeichen gemacht werden. Das heißt, Sie machen erstens Zwiebelsuppe, zweitens Currysuppe und ähnliches. Die Ansprüche müssen aus sich heraus verständlich sein. Das heißt, man darf nicht auf Texte Bezug nehmen, die erst spät in der Patentschrift kommen, sondern jeder Anspruch muss insgesamt als solcher verständlich sein. Aber man darf bei Zeichnungen Bezug auf die Merkmale aus der Patentbeschreibung nehmen. Man kann also sagen, das ist Merkmal 7 aus Anspruch 2. Das heißt, man darf in der Zeichnung erklären, wo das im Patentanspruch drinsteht. Genauso darf man auch in der Beschreibung Bezug nehmen auf die Ansprüche und sagen, hier wird erklärt, was Anspruch 2 ist und da jedes Merkmal einzeln ausführen. Ansonsten gibt es noch Formatvorgaben für Dateien. Das heißt, Sie können dann nicht einfach Ihre selbstgemachte Word-Datei einreichen, sondern Sie müssen bestimmte Dateiformate beachten und bestimmte Formatierungen. Daneben haben wir außer den Ansprüchen noch die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ist nicht das, was geschützt wird. Die Zusammenfassung ist nur das, was dem Leser das Finden des Patentes erleichtern soll. Die Zusammenfassung ist vor allen Dingen auch deshalb wichtig, damit derjenige, der das Patent hinterher prüft, weiß, was er dazu prüfen kriegt. Das heißt, wenn Sie ein Patent haben, was die Chemie betrifft, soll es ja nicht von einem Biologen oder einem Physiker geprüft werden. Deshalb müssen Sie reinschreiben, dieses Patent ist ein Medikament, ein Heilstoff oder ähnliches, damit es der richtige Mensch prüfen kann. Das ist die Zusammenfassung. Und die Zusammenfassung soll wirklich ausschließlich erklären, worum es geht. Die hat keinerlei Bedeutung für die Auslegung des Patents, wenn es hinterher erteilt ist. Zusammenfassung gibt es in der Patentverordnung eine Seitenbegrenzung, 1500 Zeichen. Das ist ungefähr eine halbe Seite. Mehr kriegen Sie da nicht hin. Zusätzlich ist die Angabe von chemischen Formeln, das heißt CH2O3 oder sowas, das können Sie da angeben. Sie können aber da nicht reinschreiben irgendwelche Bilder oder Skizzen. Die Zusammenfassung ist reiner Text. Wo der große Text kommt, ist die sogenannte Beschreibung. Die Beschreibung müssen Sie sich so vorstellen, das ist ein reiner Freitext. Da können Sie hunderte von Seiten Text einreichen. Da können Sie schreiben, was Sie wollen. Das ist Ihre eigene Leistung, was Sie da reinmachen wollen. Tolle Sache. Die Beschreibung soll erklären, wie man das jetzt konkret macht. Der Patentanspruch bestimmt den Schutz. Die Beschreibung ist die konkrete Anleitung Schritt für Schritt, wie man auf die Idee kommt und wofür es gut ist und welche Handgriffe im Einzelnen erforderlich sind. Das heißt, die Beschreibung erklärt Ihnen Schritt für Schritt, was da eigentlich gemacht ist. Beschreibung ist das Patentrecht für Dumme, das, was man sozusagen lesen soll. Da steht drin, welches Gebiet es ist. Das heißt, Sie sagen, es ist eine Erfindung auf dem Stand sowieso. Sie sollen den Stand der Technik offenbaren und sagen, das und das gibt es ja schon, aber meine Erfindung ist besser, weil. Dann sollen Sie das Problem offenbaren, nach dem Motto, meine Erfindung hat diese und diese Eigenschaft, die bisher immer allen fehlte und wonach alle gesucht haben. Dann müssen Sie die Erfindung beschreiben, soweit wie es geht. Dann erklären, warum das Ganze einen potenziellen Markt hat, das heißt gewerblich anwendbar ist. Dann müssen Sie zumindest einen Weg Schritt für Schritt so erklären, dass auch ein Laie ausführen kann, bis ein Fachmann ausführen kann, nicht ein Laie. Und das Ganze müssen Sie dann als Datei entsprechend der Formatvorgaben einreichen. Allerdings möchte man Sie hier zur präzisen Ausdrucksweise anhalten. Deshalb wird hier gesagt, in der Beschreibung sind keine Annahmen aufzunehmen, die offensichtlich nicht notwendig sind, das heißt nichts offensichtlich Überflüssiges. Und Sie sollen auch keine Wiederholungen aus Ansprüchen machen, sondern nach oben verweisen. Das heißt, Sie schreiben dann, Anspruch 1, siehe oben, betrifft das und das. Der Sinn dahinter ist, man möchte gerne das Ganze auch überschaubar halten. Auch hier wiederum im Hinblick darauf,
dass das Ganze ja potenziell automatisch übersetzt werden muss, damit auch das amerikanische Patentamt weiß, was so der Stand der Technik ist. Nur damit Sie mal so die Standards sehen, die dann kommen, da steht dann hier halt genau der Seitenrand für die Zeichnung, das ist ein bisschen bei so einer Seminararbeit oder Übungshausarbeit, mit dem Motto oberer Rand 2,5, linker Rand 2,5, rechter Rand 1,5, unterer Rand 1 cm. Solche Vorgaben stehen da alles im Detail drin. Man kann im Grunde also kaum was falsch machen, wenn man sich daran hält. Das also zu dem Antrag. So ein Antrag kann durchaus 200 Seiten haben. Das ist also nicht immer nur so einmal Formular ausgefüllt und fertig, sondern das kann durchaus ein ganzes Buch sein. Es kann aber auch teilweise recht kurz sein. Wenn Sie den Antrag haben, dann beginnt das eigentliche Erteilungsverfahren. Das Erteilungsverfahren ist deshalb bemerkenswert, weil die meisten Schritte nicht automatisch passieren. Ich habe Ihnen schon gesagt, es gilt hier der Verfügungsgrundsatz, das heißt, ohne Einschreiten des Anmelders passiert erstmal wenig. Was passiert ist, es erfolgt eine Formalprüfung auf offensichtliche Mängel. Das heißt, es wird nicht geprüft die Voraussetzungen nach Paragraphen 1 bis 5, sondern es wird nur das Evidenteste überhaupt geprüft. Dann erfolgt zwangsläufig nach 18 Monaten eine Offenlegung. Die Offenlegung bedeutet, danach kann jeder Akteneinsicht nehmen. Das heißt, alles, was über das Patent zu wissen ist, ist dann für die Allgemeinheit zugänglich. Hier sind die beiden eigentlich spannenden Sachen, der sogenannte Rechercheantrag und der Prüfungsantrag. Der Rechercheantrag hat das Ziel, dass Sie dem Patentamt sagen, prüft mal, ob meine Erfindung neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Da geht das Patentamt hin und besorgt sich alle denkbaren Dokumente und prüft, ob ein Fachmann diese Erfindung als neu und auf erfinderische Tätigkeit beruhend betrachten würde. Das machen die aber nicht von alleine, sondern dafür brauchen sie einen Antrag und dieser Antrag kostet extra Geld. Sie müssen also dafür bezahlen. Ergebnis dieser Aktion ist ein sogenannter Recherchebericht. Der Recherchebericht sagt Ihnen unverbindlich, wir haben nichts gefunden, was konkurriert, oder wir haben folgende Sachen gefunden, die hier problematisch sein könnten. Und dann können Sie daraufhin nochmal Ihr Patent ein bisschen zusammenstricken. Sie können also noch Sachen rausstreichen oder ergänzen, um diesem Konflikt zu entgehen. Die andere Variante, Sie können auch einen sogenannten Prüfungsantrag stellen. Der Prüfungsantrag ist der Moment, wo es ernst wird. Es ist ein bisschen wie die Anmeldung zum Staatsexamen oder die Anmeldung zur Schwerpunktprüfung. In dem Moment, wo Sie den Prüfungsantrag stellen, wird nicht nur der Stand der Technik ermittelt, sondern es wird geprüft, ob es ein Patent gibt, ein wirksames. Wenn dabei rauskommt, die Voraussetzungen sind erfüllt, endet der Prüfungsantrag mit der Erteilung des Patents. Wenn rauskommt, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, endet der Prüfungsantrag mit der Zurückweisung der Anmeldung und Sie kriegen am Ende nichts. Das heißt, in dem Moment, wo der Prüfungsantrag läuft, beginnt für Sie das große Raten, es geht um alles, entweder es klappt oder es klappt nicht. Der bloße Rechercheantrag ist unverbindlich. Was daraus kommt, ist erstmal für Ihren Antrag irrelevant. Sie haben sozusagen nur eine weitere Information, die Sie hinterher verwenden können, um das Patent leichter zu kriegen. Also Prüfungsantrag heißt, es wird ernst. Rechercheantrag heißt, es ist unverbindlich. Das Gesetz sagt, Sie können direkt den Prüfungsantrag stellen. Sie brauchen nicht vorher einen Rechercheantrag. Also ob Sie einen Rechercheantrag stellen oder nicht, ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie keinen stellen, dann geht es direkt ins ernste Verfahren. Sonst haben Sie schon mal eine Proberunde vorweg. Sie haben also die Wahl, Proberunde oder direkt ernst machen. Ja, wenn ich hier von Formalprüfung rede, dann rede ich von 42 Patentgesetz. Wenn Sie da reingucken, geht es da zunächst mal um die Voraussetzungen nach 34, 36, 37, 38. Das sind die Sachen, dass der Antrag richtig ist, dass der Erfinder benannt ist und so weiter. Wenn Sie den Antrag richtig ausgefüllt haben, haben Sie 42 Absatz 1 schon mal bestanden. Das ist relativ unspektakulär. Wenn Sie das nicht erfüllen, dann sagt das Gesetz, werden Sie nochmal aufgefordert, das zu beseitigen und vorher passiert halt nichts.
Das heißt, das ist unproblematisch. Etwas schwieriger ist der Absatz 2. Der Absatz 2 sagt nämlich, es kann auch hier schon scheitern, wenn offensichtlich ist, dass die Sache dem Wesen nach keine Erfindung ist. Das heißt, es wird einmal drüber geguckt und gesagt, ist das hier überhaupt irgendwas Technisches? Wenn es offensichtlich eine Entdeckung ist oder offensichtlich nur eine Anweisung an den menschlichen Geist, dann scheitert es bereits auf dieser Stufe. In allen Fällen, wo es interessant würde, bei Software oder Ähnliches, wird das hier noch nicht entschieden. Also wenn irgendwie auch nur ein Ansatz von Technik dabei ist, wird diese Sache bejaht. Nicht gewerblich anwendbar, gleiches Problem. Auch da haben wir schon gelernt, selbst in der gründlichen Prüfung kommt da nicht viel bei rum. Das heißt, es geht wirklich um Erfindungen, die allein im privaten Bereich nutzbar sind. Eine Erfindung zum Nasepopeln oder sowas. Das wird nicht kommerziell nutzbar sein und da würde dann die Patentierbarkeit abgelehnt. Und schließlich der offensichtliche Verstoß gegen Ordre Publique, irgendwas, was Menschen zu Sklaven macht, so ein Hypnosehalsband oder sowas, das würde wahrscheinlich auch direkt scheitern an der Patentfähigkeit. Also alles, was Menschen zu Sachen werden lässt, ist nicht patentfähig. Aber auch hier, wenn es nicht völlig offensichtlich ist, dass es gegen Ordre Publique verstößt, also so Verfahren, mit denen Sie, was kann man da machen, Mäuse und Krokodile kreuzen können, die sind nicht per se erstmal gegen Ordre Publique verstoßen, das heißt, die Stufe durchlaufen die noch. Also die meisten Sachen kommen hier durch. Der Filter ist ein ganz, ganz grober, es muss so offensichtlich sein, dass niemand, auch wirklich niemand auf der Welt auf die Idee kommen könnte, dass es dafür ein Patent geben kann. Das ist im Grunde irrelevant. Diese Grobprüfung erfolgt, aber man hat keine Rolle. Ja, wenn das Ganze so gesehen wird vom Patentamt, wird erstmal eine Stellungnahme geschickt, das heißt, es gibt eine Verfügung, wo dann drin steht, wir glauben, dass Ihre Sache entweder nicht patentfähig ist oder Sie den Antrag falsch ausgefüllt haben und dann können Sie beheben. Es wird also nicht automatisch zurückgewiesen, sondern Sie kriegen erstmal einen Hinweis, das ist alles schlecht gelaufen. Dazu wird Ihnen eine Frist gesetzt. Diese Fristen sind meistens recht lang. Man redet hier von 1 bis 3 Monaten. Da können Sie irgendwas so schreiben und sagen, das ist alles Unsinn. Wenn Sie das nicht tun, riskieren Sie halt, dass Sie das Patent nicht kriegen und Ihr Antrag zurückgewiesen wird und Sie damit für immer Pech gehabt haben. Der Vorteil hier ist natürlich, weil es noch nicht offengelegt ist, gehört es noch nicht zum Stand der Technik. Das heißt, Sie können es theoretisch im Bericht hier nochmal anmelden. Wenn das also in den ersten 18 Monaten passiert, können Sie einfach sagen, okay, war den Versuch wert, ich melde es dann später nochmal an. Es gibt also nicht so entgegenstehende Rechtskraft oder irgendwas. Auch hier beim Europäischen Patentamt im Wesentlichen das gleiche Verfahren. Das Europäische Patentamt prüft die Voraussetzungen nach Artikel 14, 78, 81, gegebenenfalls 88, 1 sowie 133, 2. Das ist aber ähnlich wie in Deutschland eine ganz grobe Prüfung. Auch hier vorrangig Mängelbeseitigung, Zurückweisung nur als Ultima Ratio. Das heißt, dann gibt es halt kein Patent. Wenn Sie sich an unser Bild von eben erinnern, dann ist die zweite Sache, die zwingend erfolgt nach der Formalprüfung, die Offenlegung. Die Offenlegung ist in Deutschland etwas umständlich geregelt. In § 32 steht drin, das Patentamt veröffentlicht die Offenlegungsschriften. Damit ist aber noch lange nicht gesagt, wann und wie. 32.2 sagt Ihnen immerhin, was eine Offenlegungsschrift enthält, nämlich die Unterlagen, die jedermann zur Einsicht freistehen, in der ursprünglich eingereichten oder zur Veröffentlichung zugelassen geänderten Form. Das hat den Sinn, dass dadurch die Öffentlichkeit informiert wird, da gibt es ein Patent und gegebenenfalls das Patentamt informieren kann über einen gegenstehenden Stand der Technik und kann sagen, das ist nicht neu, das habe ich immer schon so gemacht oder Ähnliches. Dafür wird offengelegt, damit sich Leute melden, die sagen, kennen wir doch schon. Diese 31.2 ist nun die Norm, wo die 18-Monatsfrist auftaucht. Und die taucht auf in 31.2 Nummer 2. Der sagt nämlich, wenn seit dem Anmeldetag mindestens 18 Monate verstrichen sind, dann hat man Anspruch auf Akteneinsicht.
Also, der Umweg ist, der 32.2 sagt, dann, wenn Akteneinsicht möglich ist, wird auch veröffentlicht. Und der 31.2 sagt, Akteneinsicht gibt es nach 18 Monaten. Was anderes ist aber möglich, wenn der Anmelder einverstanden ist und der Erfinder benannt ist. Der Anmelder kann also sagen, ich möchte, dass von vornherein veröffentlicht wird, um meine Konkurrenz zu warnen, damit ich von vornherein Lizenzgebühren kassieren kann. Ich kann also sagen, wenn das Patent am ersten Tag nach der Anmeldung veröffentlicht wird. Das Gesetz verlangt hier aber, dass der Erfinder benannt ist. Der Grund dafür ist, wenn erstmal in der Öffentlichkeit ist, dass eine tolle Erfindung, was weiß ich, die Bayer AG oder Siemens gemacht hat, dann möchten sich alle Leute daran hängen und man möchte ja den Menschen wissen, der diese brillante Idee hat und nicht nur das Unternehmen. Und deshalb muss der Erfinder schon benannt werden, bevor das veröffentlicht wird. Also merken Sie sich 31.2 Nummer 2, die 18-Monats-Frist. Im europäischen Patentübereinkommen ist die Sache einfacher geregelt. Die Patentanmeldung wird so bald wie möglich nach Ablauf von 18 Monaten veröffentlicht oder auf Antrag des Anmelders vorher. Das heißt, da müssen Sie nicht lange zusammensuchen, wo die 18-Monats-Frist herkommt. Da steht es einfach in 93 EPU drin. Ja, kommen wir zu unserem Rechercheantrag. Ich habe Ihnen schon gesagt, der Rechercheantrag ist sozusagen der Probelauf, wo Sie gucken, ob das Patentamt etwas findet, was dem Patent entgegenstehen kann. Dazu brauchen wir zunächst einen Antrag. Der Antrag kann, wie uns das Gesetz sagt, nur von dem Anmelder gestellt werden. Dritte können das nicht, weil der Dritte kann sich davon nicht versprechen, dass das Patent dann recherchiert. Der Dritte kann keinen Rechercheantrag stellen, der Anmelder darf, muss aber nicht. Rechtsfolge ist eine rein vorläufige Beurteilung der Schutzfähigkeit. Vorläufig heißt, es kann sich noch was ändern. Das heißt, das Patentamt hat keine Präklusion, es ist keine Zusicherung im Sinne von 37 VW VfG, sondern es kann hier einfach machen, was es will. Es kann sagen, wir haben doch noch was Neues gefunden. Das ist rein, weil man selber zu faul zu suchen war. Wenn bereits ein Antrag auf Prüfung des Patents gestellt worden ist, können Sie keinen Rechercheantrag mehr stellen. Der Grund ist offensichtlich, wenn schon das ernste Verfahren läuft, gibt es kein Rechtsschutzbedürfnis mehr an einer vorläufigen Bestätigung, weil ja die endgültige Bestätigung ohnehin irgendwann kommen wird. Dann macht eine vorläufige Bestätigung keinen Sinn mehr. Außerdem wird im Internet de facto im Patentblatt veröffentlicht, dass jemand einen solchen Rechercheantrag gestellt hat. Der Grund dahinter ist, jetzt sollen sich die Leute aus der Öffentlichkeit melden und sagen, kenne ich schon, das ist meine entgegenstehende Veröffentlichung. Das heißt, man möchte gerne, dass aktiv das wissenschaftliche Publikum sich beteiligt und sagt, das gibt es doch schon. Das habe ich auch schon immer so gemacht. Man kann diesen Antrag genau einmal stellen. Sie können also nicht immer wieder Recherche beantragen, sondern der erste Antrag ist der einzig verbindliche und dann wird entschieden, wie es ausgeht. Dasselbe finden wir auch im EPÜ. Auch im EPÜ können Sie einen Rechercheantrag beim EPA stellen und kriegen dann einen europäischen Recherchebericht. Auch dieser ist unverbindlich, gibt Ihnen aber einen Überblick über den Stand der Technik und die möglicherweise entgegenstehenden Erfindungen anderer. Ernst wird es erst, wenn Sie einen Prüfungsantrag stellen. Die Prüfung erfolgt ebenfalls nur auf Antrag, aber der Unterschied ist, der Prüfungsantrag kann von jedem gestellt werden. Sie können also sagen, ich glaube, dieses Patent ist unwirksam und ich beantrage die Prüfung. Allerdings ist das kein Spaß, den Sie sich einfach mal so machen sollten, weil die Prüfung kostet Gebühren. Das heißt, wenn Sie sagen, ich glaube, das Patent ist nicht wirksam, dann können Sie einen solchen Antrag stellen, müssen mal Geld dafür bezahlen. In der Praxis macht man das immer dann, wenn man in demselben Marktsegment tätig ist und die Sorge hat, dass der Konkurrent das entdeckt.
Also Sie sind jetzt hier und sagen, okay, der Konkurrent macht dasselbe wie ich und der hat ein Patent angemeldet. Ich glaube aber, es gibt es schon lange, weil wir es immer schon so gemacht haben. Dann können Sie hier sagen, ich möchte dessen Patent geprüft haben, mit dem Ziel, dass das Patent am Ende nicht durchkommt. Deshalb können Dritte einen Antrag auf Prüfung stellen. Sie sehen hier, es gibt eine sehr lange Frist, innerhalb derer Sie den Antrag nicht stellen müssen. Der Patentanmelder hat im deutschen Patentrecht bis zu 7 Jahre Zeit. Sie können also 7 Jahre die Anmeldung beim Patentamt liegen lassen und in den 7 Jahren bleibt es eine Anmeldung, es gibt kein Patent. Spätestens nach 7 Jahren müssen Sie aber die Prüfung durchführen lassen, sonst erlischt Ihre Anmeldung. Also Sie können einfach sagen, ich lasse mich prüfen, lasse einfach liegen, dann haben Sie eine ungeprüfte Patentanmeldung, aber spätestens dann müssen Sie das Ganze prüfen lassen und gucken lassen, ob das wirklich wirksam ist. Der Sinn dieser nachgelagerten Prüfung ist, dass Sie in der Zeit zwischen Anmeldung und Prüfungsantrag schon mal gucken können, ob Sie jemanden finden, der Ihre Erfindung lizenzieren will. Das heißt, Sie können in der Zeit Ihre Erfindung schon wunderbar lizenzieren, produzieren und Ähnliches. Wenn es Kunden gibt, können Sie dann prüfen lassen. Wenn es keine Kunden gibt, können Sie die Anmeldung sein lassen. Dann brauchen Sie auch nicht weiter Geld zu verschwenden für die Prüfung. Das heißt, obwohl das Patentrecht ein geprüftes Recht ist, muss die Prüfung nicht sofort bei Anmeldung erfolgen. Die kann in einem Zeitraum von bis zu 7 Jahren nach hinten verschoben werden. Wenn ein Rechercheantrag gestellt worden ist, wird die Prüfung erst begonnen, nachdem der Recherchebericht vorliegt. Die Recherche wird erst abgeschlossen, bevor die Prüfung beginnt. Umgekehrt, wenn erst der Prüfungsantrag gestellt worden ist, ist der Rechercheantrag hinfällig, haben wir eben gesehen. Also wenn Recherche zuerst beantragt ist, wird die erstmal abgeschlossen. Wenn ein Dritter den Antrag gestellt hat und dieser Antrag unwirksam ist, etwa weil der Dritte keine Gebühren eingezahlt hat, dann kann der Patentanmelder in die Rolle des Dritten reingehen und den Antrag weiterführen. Er muss es aber entscheiden. Er kann innerhalb von 3 Monaten sagen, er soll weitergeprüft werden. Wenn er dann nicht sagt, dann wird die Prüfung abgebrochen und das war's. Umgekehrt, wenn der Anmelder das Verfahren initiiert hat oder ein Dritter das wirksam begründet hat, indem er das Geld auch eingezahlt hat, dann ist dieses Verfahren unaufhaltsam. Sie können nicht sagen, ach, ich möchte die Prüfung doch wieder abgebrochen haben. Wenn die Prüfung einmal läuft, dann läuft sie ungehindert weiter bis zu ihrem Ende. Also sich anders überlegen, geht dann nicht mehr. Ist auch wieder ein bisschen wie hier bei Staatsexamen. Sie können auch nicht sagen, ich habe keine Lust mehr. Wenn es einmal begonnen hat, dann läuft das einfach weiter bis zum bitteren Ende. Ja. Wie läuft das Ganze praktisch ab? Es läuft so ab, das Patentamt recherchiert. Wenn es ein politisch umstrittenes Patent ist, gibt es viele Eingaben aus der Öffentlichkeit, wo dann Amnesty International oder Greenpeace dann sagen, warum dieses Patent nicht erteilt werden soll, weil es vorher schon mal woanders sowas gab. All diese Sachen bearbeitet das Patentamt und prüft die Ansprüche, ob sie damit vereinbar sind oder nicht. Wenn es Bedenken gibt, dann schreiben Sie den Anmelder an, setzen dem Anmelder eine Frist von 1 bis 3 Monaten, innerhalb derer er das korrigieren kann. Dann kann der Anmelder entweder sagen, ja, sehe ich auch so und verzichtet auf einzelne Ansprüche oder formuliert Sachen um. Oder, was für ihn auch eine Variante ist, er sagt, ich glaube euch das nicht, lässt dann darauf ankommen, dass er das zurückweist und klagt dann im zweiten Schritt dagegen. Er kann also eine Gegendarstellung machen und sagen, ich sehe das anders, weil... Wenn die das immer noch weiterhin unbelehrbar anders sehen, dann kann er sagen, dann klage ich halt vor dem Patentgericht. Das heißt, er muss nicht das befolgen, was das Patentamt sagt. Er kann sozusagen auch einschreiten. Das Ganze funktioniert im Dialog zwischen Anmelder und Patentamt. Die sagen ihm, was die Kritik ist. Er reagiert, indem er entweder nachgibt oder indem er widerspricht und dann hinterher klagt, wenn es trotzdem nicht durchgeht. Ja. Wenn das Ganze gut durchgeht, dann wird das Patent erteilt. Der Erteilungsbeschluss
wird auf Antrag des Anmelders ausgesetzt, weil dadurch eine gewisse Reaktion des Marktes möglich ist. Man kann sozusagen dann hier nochmal Maßnahmen ertreffen, um das Ganze zu lizenzieren oder ähnliches. Wenn man das nicht macht, wird in dem Moment das Patent erteilt, in dem es beschlossen ist. Das heißt, mit Abschluss des Prüfungsverfahrens kriege ich mein Patent. Fehlt es dagegen an den Voraussetzungen, weil die Mängel trotz Kritik nicht berichtigt worden sind, wird der Antrag zurückgewiesen und es gibt halt kein Patent. Das ist ein relativ einfaches Verfahren. Dasselbe auch wieder im Europäischen Patentamt. Ganz kurz zu den Kosten. Die Anmeldung alleine kostet Sie sehr, sehr wenig. Die elektronische Anmeldung eines Patents kostet Sie 40 Euro. Mit 40 Euro sind Sie dabei. Allerdings dürfen Sie dann auch nur 10 Ansprüche benennen. Wenn Sie einen weiteren Anspruch machen, kosten Sie das pro Anspruch 20 Euro. Das heißt, dann geht es dann wirklich richtig ins Geld. Also 10 sind inklusiv, alles andere wird richtig teuer. Der Rechercheantrag, Sie erinnern sich, für diesen tollen Bericht, den Sie kriegen, kostet 300 Euro. Für 300 Euro recherchieren die Ihnen den kompletten Stand der Technik. Das heißt, wenn Sie mal eine Seminararbeit schreiben wollen, melden Sie ein Patent an und dann suchen die Ihnen das alles raus. Die Prüfungsgebühr beträgt dann, wenn Sie vorher schon eine Recherche gemacht haben, nur 150 Euro, weil die können ja auf Ihrem eigenen Recherchebericht aufbauen. Die können dann sagen, okay, wir haben ja schon alles recherchiert, da brauchen wir nicht mehr so viel Zeit zu investieren. Wenn Sie direkt die Prüfung beantragen, kostet es mehr, aber Sie sparen 100 Euro. Also wer von vornherein eine Prüfung macht, spart 100 Euro. Jetzt denken Sie sich, Mann, ist das billig? Wie können die sich das denn leisten? Die Antwort lautet, nicht deshalb, sondern deshalb. Denn das Patent, was Sie kriegen, gilt erstmal nur 2 Jahre. Im dritten Jahr müssen Sie dann 70 Euro nachzahlen. Im vierten Jahr 70 Euro und Sie sehen, im 20. Jahr zahlen Sie fast 2000 Euro für das Patent. Wenn Sie das aufaddieren, dann wird die Sache schon ein bisschen teurer. Das heißt, damit refinanziert sich das. Die Leute, die ihr Patent die kompletten Zeiten laufen lassen, finanzieren die Patente, die schon direkt nach der Prüfung scheitern. Ich habe Ihnen das auch mal aufgemalt. Ha, das ist die Kostenkurve. Ah, das ist toll, ne? Sie sehen, die Kurve fängt billig an, steigt hoch auf. Können Sie erklären, warum das so ist? Ja, ich denke mal, das Markenamt will ja, oder das Patentamt will den Erfinder dazu drängen, die Technik möglichst früh zur Verfügung zu stellen, der Allgemeinheit. Ja. Ja, das Patentamt will verhindern, dass Monopole zu lange dauern. Das heißt, es muss irgendwo ein Ende setzen, das Ende soll möglichst früh sein. 20 Jahre ist die Höchstfrist, aber wir wollen Leute davon abschrecken, dass sie das Patent zu lange machen. Jetzt sagen Sie, 2000 Euro ist keine große Hemmschwelle. 2000 Euro zahle ich hier jeden Tag für meine Kneipenbesuche. Ja, ich nicht. 2000 Euro sind Peanuts. Sie müssen berücksichtigen, das ist nur für Deutschland. Wenn Sie es für 40 Staaten haben, haben Sie 40 mal 2000 Euro. Ich habe einen Bekannten, den Vater meiner Ex-Freundin, der hatte ein Patent angemeldet in 190 Staaten. Für 190 Staaten jeweils 2000 Euro zahlen, das ist dann doch nicht ganz so billig für eine Privatperson. Also, Patente können teuer werden, das machen wir dann in der nächsten Woche. So, damit sind wir für heute auch mit diesem langweiligen Teilverfahren durch. Nächste Woche machen wir dann weiter mit dem Thema Verfügungen und Vorbenutzungsrechte. Das ist praktisch relevant, auch für die Klausur relevant. Und Sie können währenddessen schon mal das Skript lesen, nämlich die Voraussetzung der Patentierbarkeit. Ich kann Ihnen sagen, das kommt auf jeden Fall in der Klausur dran. Ja. Also das ist wichtig. Schreiben Sie auf. Auf jeden Fall in der Klausur Patentvoraussetzungen. Was nicht in der Klausur drankommt, kann ich jetzt sagen, ist das Erteilungsverfahren, weil dieses ganze Verfahren halt recht langweilig ist und die Formalie des Patentantrags werde ich auch nicht abprüfen. Also, Erteilungsvoraussetzungen ja, der Rest nein. Nächste Woche, wie gesagt, was Wichtiges, Verfügungen und Vorbenutzungsrechte. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag und gute Erholung.